Jo. Ein kurzer Hinweis für alle die, die nur die Ergebnisse abstauben wollen und mich nicht dabei zusehen, wie ich mich zum Affen mache. Spult doch bitte zu Minute 14. Dort beginnt die Ergebnispräsentation. Viel Spaß. Hallo, ja. Hi. Ja, geht los jetzt. Sie können jetzt reinkommen. Und schließen Sie die Tür bitte. Ah. Ja. Herzlich willkommen, liebe Ganoninnen und Ganonen, zu unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Ich bin mir sicher, Sie haben viele Fragen, aber Sie werden sich im Laufe dieser Sitzung klären. Es ist eine außerordentliche Versammlung und ich bitte insbesondere auch die Raucher um ein wenig Geduld. Es wird Pausen geben, aber wir haben einiges heute vor und darum bitte ich schon jetzt um Geduld. Wir sind heute aus zwei Gründen zusammengekommen. Zum einen ein erfreulicher Grund, denn der Verband hat in den letzten Wochen außerordentlich gearbeitet und wir vom Aufsichtsrat haben das mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, aber auch die Notwendigkeit gesehen, heute über die Ergebnisse einmal zu sprechen und uns darüber etwas auszutauschen. Dazu wird Ganone Bieber nachher noch Gelegenheit haben. Der andere Grund ist etwas weniger erfreulich. Wir haben feststellen müssen, dass im selben Zeitraum, in dem hier so hervorragend gearbeitet wurde, von den Arbeitsgruppen, von den einzelnen Mitgliedern des Verbandes, doch der geschäftsführende Vorstand etwas chaotische Zustände zugelassen hat im administrativen Bereich, in der Personalpolitik und dazu aber später mehr. Ich bitte Sie nun, die Tagesordnung vorhin zur Kenntnis nehmen. Wir steigen auch gleich in die Tagesordnung ein, in Teil A Formalia. Top 1, Begrüßung ist hiermit erledigt. Seien Sie herzlich begrüßt. Top 2, die Tagesordnung. Sie liegt Ihnen vor. Sie liegt vor Ihnen. Sie wurde auch vorab per Post verschickt. Gab bislang keine Einwände. Heute wird Herr Ganone Yoshi Protokoll führen und es Ihnen dann im Anschluss an die Sitzung auf dem üblichen Wege zu senden. Wir kommen zu Top 3, dem Bericht der Mandatsprüfungskommission. Er liegt mir vor, wir haben 33 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Das ist eine erfreuliche Zahl. Herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Und damit ist auch Top 4, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, bereits erledigt, denn wir sind mit 33 Mitgliedern beschlussfähig. Ich begrüße auch unsere zugeschalteten Teilnehmer heute in Shanghai, die nicht abstimmen können, aber doch teilnehmen können. Tagesordnungspunkt 5, Protokoll der letzten Sitzung.
Ich sehe, habe ich, nee, keine schriftlichen Anmerkungen sind eingegangen zum Protokoll der letzten Sitzung. Alles in Ordnung gewesen, dann ist es damit bestätigt und wir können in den Teil B einsteigen, den inhaltlichen Teil dieser Sitzung und kommen wir gleich da zu Top 1 Personal und Vorstand. Der Aufsichtsrat hat getagt und nach einigen Beschwerden ist ihm zu Ohren gekommen, dass hier vom geschäftsführenden Vorstand etwas Schindluder getrieben wurde. Es gab teure Stellenanzeigen für Praktikantenstellen, die wir uns nicht leisten können und die nicht notwendig sind. Eine etwas chaotische Öffentlichkeitsarbeit. So wurde kürzlich Ergebnisse des Monats 9 vor den Ergebnissen des Monats 8 veröffentlicht. Das ist schlecht für die Außenwirkung. Es wurden verschiedene Zeitebenen genutzt und externe Referenten ohne Absprache mit dem Aufsichtsrat einbestellt, die natürlich auch Geld kosten. Und damit ist nun Schluss. Wir haben uns entschieden, Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Der geschäftsführende Vorstand wurde von sämtlichen Pflichten entbunden. Ja, bitte Ruhe. Die Aufgaben, bevor Sie sich diese Frage stellen, fallen vorläufig dem Aufsichtsrat zu. So eine Art Militärdiktatur mit menschlichem Antlitz, diesen. Und der ehemalige geschäftsführende Vorsitzende Bieber fällt nun auf den Status eines normalen Ganoven zurück, behält natürlich seine Stimmrechte, allerdings nur in einer temporalen Instanz, damit es nicht zu Mehrfachabstimmung über die verschiedenen Zeitebenen hinweg kommt. Es wird zu diesem Punkt keine weitere Debatte geben. Der Aufsichtsrat hat es einstimmig beschlossen. Tagesordnungspunkt 2. Die Aufnahme von Neumitgliedern. Das ist natürlich ein etwas erfreulicherer Antrag. Der Aufsichtsrat hat einstimmig sämtliche Anträge auf Neumitgliedschaft genehmigt. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die hier gerade alle vorliegen. Squall Leonhardt ist einer davon. Jenny. Nick Go. Shining Mind. Tatze. Und Walt Disney haben einen Antrag auf Mitgliedschaft im Ganon, in der Ganon-Gemeinschaft gestellt in unserem Verband und wurden einstimmig aufgenommen. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Ja, Seratul, bitte. Achso, ja, ich höre gerade in den hinteren Reihen, war das schlecht zu verstehen. Wir haben leider keine Mikrofone heute im Saal aufgestellt. Auch ein Versäumnis des geschäftsführenden Vorstandes. Wir werden darüber noch zu reden haben. Seratul hat Bedenken geäußert bezüglich der Aufnahme von Squall, der dieser bekannt dafür ist, sich doch etwas radikal von seinem Vetorecht gegenüber bei der Abstimmung von Anträgen, richtig, oder? Habe ich richtig verstanden? Gebrauch zu machen. Wir nehmen das zur Kenntnis. Yoshi wird das ins Protokoll aufnehmen. Die Entscheidung bleibt doch aber bestehen. So ein Korrektiv kann dem Verband nicht schaden und zudem gilt auch, und das haben wir eigentlich. Also, wir haben natürlich ein Vertrauen in die Qualitäten von Ganone Squall und zudem der Aufsichtsrat hat eigentlich immer die Meinung vertreten, dass wir Masse statt einfach nur Klasse wollen. Was natürlich keine Kritik an der möglichen Klasse von Squall. Bitte um Kenntnisnahme der Anträge, der Aufnahme, der. Das war noch nicht abgesprochen. Warum meldet er sich? Ja, das können die Leute besser im Griff haben. Top 3, unsere Neumitgliederkampagne. Das ist natürlich, dass wir so viele engagierte Neumitglieder heute hier begrüßen dürfen und ich möchte euch nochmal ganz herzlich, euch und sie, je nachdem, ob wir per du oder per sie sind, ich weiß das immer nicht im Alltag so genau, möchte ich euch natürlich begrüßen in diesem Verband. Das ist natürlich Ergebnis von harter Arbeit und zwar von unserer Neumitgliederkampagne und die wurde auf der letzten Sitzung vorgestellt und es ist dem Aufsichtsrat gelungen, über sehr enge Pressekontakte eine Öffentlichkeitsarbeitsoffensive zu starten.
in dessen Rahmen sogar der Pressevertreter selbst Mitglied bei uns geworden ist, Herr Tatzel. Herzlich willkommen nochmal an Sie. Vielen Dank auch nochmal für den großen Einsatz. Und mit der heutigen Präsentation kommt nun diese Kampagne vorerst zum Erliegen, da die Aufnahme neuer Mitglieder jetzt nach diesem Treffen etwas problematisch werden könnte für die weitere Arbeit des Verbandes. Insofern freuen Sie sich, dass Sie es noch geschafft haben und nochmal herzlich willkommen. Dringlichkeitsanträge des Vorstandes ist der nächste Tagesordnungspunkt, aber es entfällt, wir haben keinen Vorstand mehr. Und jetzt kommen wir noch zu Anträgen der Arbeitsgruppen. Liegt da ein Antrag vor? Ja, es liegt ein Antrag vor, die Präsentation unserer Arbeit insgesamt in Zukunft zu straffen. Gibt es an diesem Antrag, zu diesem Antrag Änderungsanträge? Das ist nicht der Fall. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Handzeichen bitte. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit knapper Mehrheit abgelehnt. Es wird also nicht zu einer Straffung kommen. Und ein weiterer Antrag zur Entlastung des Vorstandes sieht vor, die Präsentation in Zukunft auf schriftliche Form zu begrenzen von Ceratube, glaube ich. Ja, ja. Der Antrag ist aber jetzt durch das entschlossene Handeln dieses Aufsichtsrates obsolet geworden. Denn es gibt den Vorstand nicht mehr, wie bereits gesagt. Nun möchte ich das Wort lieber übergeben, dem ehemaligen geschäftsführenden Vorsitzenden, der noch im Amt die Präsentation unserer Arbeit in den vergangenen Wochen vorbereitet hat und nun die Gelegenheit bekommt, uns allen zu zeigen, wie toll dieser Verband gearbeitet hat. Ich bedanke mich und übergebe das Wort. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur Bildstörung, die überdecken soll, dass das Bild zwischen dem ersten und dem zweiten Video nicht ganz identisch ist, was die Beleuchtung und den Bildausschnitt angeht. Vielen Dank. Hallo? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Aufsichtsratsvorsitzender, für diese Einführung und die freundlichen Worte. Warum waren keine. Ich dachte, Sie sollten. Entschuldigung. Also, ihr könnt mich da hinten hören auch. Guybrush, ja? Gut. Entschuldigung, ich muss mal ein bisschen näher rankommen. So. Ich lasse die hier stehen. Also, wie bereits gesagt, wurde viel gearbeitet in diesen letzten Wochen. Und wir haben viele Ergebnisse dadurch. Viel mehr denn je. Und ich möchte sie euch nun einmal präsentieren. Ist das okay so? Dass die Konferenzteilnehmer in Shanghai mich auch hören können. Und gut, also, da wir das nun so zusammengefasst haben, sind wir tatsächlich auf die unfassbare Anzahl von 42 Verlierern und 128 Gewinnern gekommen und die oft geschmähten Kategorien, die ich einmal erstellt habe, in guten Willen, kommen nun gut zum Tragen. Und deswegen werde ich mir jetzt durch diese Kategorien arbeiten und präsentieren, worüber wir in der vergangenen Zeit abgestimmt haben. Da haben wir zunächst die dreifachen Verlierer. Und obwohl wir so viele Spiele heute haben, 224, die wir durchsprechen müssen, gibt es nur zwei,
Das sind die beiden Spiele, die also am schlimmsten abgestraft wurden, die weder eine 1 haben, noch 3 positive Stimmen, noch ein Wert von besser als 2,49. Und wie auch immer das am Ende hier präsentiert wird, darüber verfüge ich ja nun nicht mehr. Ich beginne einfach. Das schlechteste Spiel, Platz 224, ist Mighty Switch Force 2. Das hat überhaupt nur eine positive Stimme erhalten von Yoshi. Man fragt sich, wie das überhaupt nominiert werden konnte. Hat einen Schnitt von 3,0 bekommen und ist damit raus. Und auch Panzer Dragoon Orta ist dreifach gescheitert an den Aufnahmekriterien in unseren gemeinsamen Ganon. Da gab es immerhin 2 Befürworter, aber auch das hat nicht gereicht. Das war's. Die nächste Kategorie steht an. Sie besteht aus den Doppelverlierern. Da gibt es sogar 12 in dieser Runde, also 12 in dieser zehnfachen Runde. 12 Spiele, die nicht in den Ganon aufgenommen werden. Es handelt sich dabei um 3 Spiele, die schon im Ganon waren und 9 Spiele, die angetreten sind, so wie eben auch Mighty Switch Force und Panzer Dragoon Orta. Und eines dieser Spiele hat das Kriterium der... ich bin ein bisschen durcheinander, es tut mir leid. Ich mache einfach weiter, okay? Ja, nein, danke. Es ist okay, dann. Das ist trocken. Was ich sagen wollte, war das. Ein Spiel ist ein bisschen außer der Reihe gescheitert. Denn es gibt ja 3 Scheiterkriterien und meistens ist es... Oh Mann. Können wir das bitte rausschneiden hinterher? Ich fange nochmal an. Liebe Mitglieder des Ganons, wie ihr wisst, gibt es 3 Scheiterkriterien. Und wenn ein Spiel mehr als 1 davon erfüllt, ist eigentlich fast immer dabei das Kriterium schlechter als 2,49. In diesem Fall mit unseren 12 Spielen ist 1 dabei, das besser als 2,49 ist, aber keine 1 und nicht 3 positive Stimmen hat. Alle anderen haben entweder keine 1 oder nicht 3 positive Stimmen und schlechter als 2,49, aber der Reihe nach. Ach du Kacke. Ich muss einen kurzen Cut machen. Hallo, willkommen zurück nach dieser kleinen Pause. Es geht mir schon viel besser. Tut mir leid, ich war nicht ganz ich selbst. Jetzt ist wieder alles gut. Wir haben ja gerade schon gehört, 2 Spiele sind schon rausgeflogen, fehlen noch 40. Und jetzt kommt die Kategorie der Doppelverlierer, jetzt auch sortiert nach den Werten. Und die Doppelverlierer haben meistens einen Wert von schlechter als 2,50, so zumindest die ersten 11. Und ich gehe sie einfach nach und nach durch. Der schlechteste Doppelverlierer mit einem Wert von 3,14 ist das unfassbar brutale Wii-Spiel Mad World, das nur 2 Unterstützer gefunden hat und sehr abgeschmettert wurde ansonsten. Es geht weiter mit einem weiteren Anwärter auf den Ganon. Der erste, der eine 1 bekommen hat von Colt, aber das hat nicht gereicht. Entschuldigung, Colt. Dort schreit ein Kind. Kann sich da jemand drum kümmern? Shining Mind? Danke. Du verpasst nichts. Kannst dir ja später die Aufzeichnung angucken. Mafia 2 ist das von Colt gewählte Spiel, was hinausfliegt mit 3,0. Und somit das viertschlechteste Spiel von diesen 224 ist. Das ist aber ein hartes Los, liebes Mafia. Das nächste Spiel ist das erste Spiel, was ich... Kann vielleicht noch mal jemand gehen und Shining Mind helfen? Pong, würdest du noch mal? Danke.
Wir können auch kurz warten, bis das Kind ruhig ist. Da ist aber was los. Das nächste Spiel ist das erste Spiel, was schon im Garmin war, wo ich damals dachte, das wird es wohl schaffen. Aber nein, 2,71, keine einzige 1 für Gravity Rush, das Handheld-Sony-Spiel. Ich weiß nicht mal mehr, ich glaube für Vita ist das, oder? Nicht für PlayStation Portable? Weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall nicht drin. Ebenso nicht drin ist 2,67, doppelt abgeschmettert, weil keine 1, Dust and Elysian Tail. Elysian vielleicht. Dankeschön. Ist ruhig jetzt? Ja, ist ruhig, gut. Und auch Gauntlet 2 hat 2,67 bekommen und ist damit ziemlich brutal ausgeschieden, trotz einer 1. 2,67 haben ganz schön viele Spiele bekommen, nämlich auch die nächsten beiden noch. Das nächste Spiel hatte ich mitnominiert, aber ich habe auch nur eine 2 gegeben und damit den Einzug nicht ermöglicht für G-Police. Das war auch nicht so gut, in Wahrheit. Und auch Street Fighter Alpha 3 war schon im Garnon und ist nun bei der erneuten Überprüfung doch wieder hinausgeflogen. Guybrush mag dieses Spiel gar nicht, Regen Tänzer Colt und Shining Mind auch nicht so sehr. Und bei der nächsten Spielreihe haben wir lange überlegt, welchen Titel wir überhaupt nominieren. Einer sollte schon drin sein, aber die Frage war welcher. Dann haben wir uns irgendwann auf einen Teil geeinigt. Und der Teil hat es jetzt aber nicht geschafft. Das heißt, es ist kein einziges Splinter Cell Spiel im Garnon. Wer daran etwas ändern möchte, der Nominierungsthread ist noch eröffnet. Könnt ihr gerne nachholen. 2,60 raus, keine 1. Ebenfalls doppelt abgeschmettert. 2,57 und keine 1 für Mark of the Ninja. Weiß gar nicht, was das ist. Und das letzte Spiel in dieser Kategorie, was schon drin war, was überhaupt nicht gut angekommen ist, ist Zone of the Enders 2. 2,57 und keine 1. Und schließlich noch mit 2,50 ganz knapp gescheitert, aber auch daran, dass es nur 2 positive Stimmen gab von Ponk und mir. Das wunderbare Aggressive Inline. Sodass auch der nächste, wie hießen die? Wie hieß das Genre damals? Nicht Funsport, doch Funsport, oder? Spiel es nicht geschafft hat, nachdem schon Tony Hawk 4 abgeschmettert wurde. Als nächstes versucht sich noch Tony Hawk 2, aber da kann ich schon mal ankündigen, da werde ich eher eine 4 geben, weil ich das mir wirklich nicht gut finde. Und schließlich der Sonderlink, das Spiel, das keine 1 bekommen hat und nicht 3 positive Stimmen, aber einen Wert von über 2,5, nämlich Echo the Dolphin, das von Guybrush nominierte mit einer ganz guten Rede, aber ich habe mir dann das Video angeguckt, das Guybrush gepostet hat und ich dachte echt, auweia, da hätte ich keine Lust drauf gehabt und wahrscheinlich hätte ich es doof gefunden und gleichzeitig noch Angst vor den Haien gehabt. Defender of the Future, hatte ich schon gesagt, ne? Dieses 3D Echo the Dolphin. Gut, damit haben wir die Doppelloser schon abgehakt. Jetzt kommen noch 3 Scheitergruppen. Die sind immer noch nicht durch mit den 42 Verlierern. Welche Spiele wird es noch treffen? Unter anderem, muss mal eben kurz hier schauen, alles stimmt, ja. Unter anderem 14 normale Verlierer, die es also einfach trotz Einsen, trotz mehrerer positiver Stimmen nicht geschafft haben, über die 2,50 zu kommen. Und da freut mich vor allem der erste Titel, dass der das nicht geschafft hat. Insgesamt ist sowieso ist für mich ganz gut gelaufen. Ich bin hier kaum auf der Habenseite. 2,80 für das schlechteste Spiel der Mario Kart-Reihe, für Mario Kart Wii. Da gab es wirklich extrem viele Gegner und das ist auch gut so. Oder wie es schon angekündigt war und wie Clawhunter es so wunderbar ausgedrückt hat. Endlich bekommt Mario Kart Wii die Watschen, die es verdient. So, geringfügig besser, 2,79, ebenfalls ein Spiel einer großen Reihe, das aber gar nicht so groß ist, obwohl es von vielen Leuten sehr gelobt ist, hat auch, glaube ich, viele Preise abgeräumt. Ich habe es mir deswegen gekauft, war sehr enttäuscht, gerade nachdem ich die alten Titel so gut fand. Grand Theft Auto Chinatown Wars ist recht kläglich gescheitert.
Etwas besser, aber auch noch ziemlich schlecht. 2,75 haben es zwei Spiele gemacht. Einmal Game Development Story, das Spiel, in dem es um die Entwicklung von Spielen geht. Und dann der PC-Klassiker und Zeitvertreiber Nummer 1, Minesweeper. Im Gegensatz zu anderen Casual Games waren wir uns hier relativ einig, dass das nicht sein soll. 2,70 hat Little King's Story bekommen und ist damit auf das 19. schlechteste Spiel dieser großen, großen Runde. Little King's Story hatte einfach zu viele Schwächen. Die meisten Leute fanden es gut und hatten auch Spaß zumindest, hatte tolle Anleihen, aber es war dann doch zu durchwachsen, um in den Kanon zu kommen. Ähnliches gilt vielleicht für Viva Piñata, den Rare, ich weiß nicht, ob es der Einstand war auf der Xbox, aber einen der ersten Rare-Titel für Microsoft. Habe ich nie gespielt, aber es reicht auch mal nicht. 2,64 für Kingdoms of Amalur Reckoning. Weiß ich nichts drüber, deswegen gehen wir gleich weiter. 2,63, ein bisschen besser, das von mir sehr geschätzte F-Zero Grand Prix Legend. Ich finde das einzige entsprechende, also es gibt ja sehr viel, naja, keine Ahnung. Also F-Zero für Super Nintendo lässt sich heute kaum noch spielen und F-Zero Grand Prix Legend hatte einen so unfassbaren Umfang und hat so viel Spaß gemacht und es hatte ganz tolle Missionen. Climax, das nur in Japan erschienen ist, was laut Yoshi noch besser ist, habe ich halt nie gespielt. Aber Grand Prix Legend war schon wirklich sehr gut, aber hat nicht sein sollen. Okay. 2,60 für Driver. Und zwei Spiele mit 2,56, und zwar das spätnominierte Castlevania 64 und das ebenfalls spätnominierte Far Cry. Zwei neue Nominierungen, während ich weiß gar nicht, warum Driver schon von vornherein im Ganon war. Viva Piñata und Minesweeper übrigens auch. Die anderen sind alle Neuanwärter. Natürlich ist die Zahl der Neuanwärter bei den Gescheiterten deutlich höher. Aber es gibt durchaus auch viele, werden wir später sehen, viele neu Nachnominierte, die es geschafft haben. Nun aber eben Castlevania und Far Cry. Und weitere, jetzt kommen drei Spiele, für die es sehr knapp gewesen ist, wo es sehr spannend war. Es war überhaupt, es gab sehr viele Spiele, die auch ganz knapp reingekommen sind, viel mehr als sonst. Also bei diesen dreien war es bis zum Schluss super spannend in ihren jeweiligen Runden. Und sie haben alle drei verloren, 2,50, das denkbar knappste Ergebnis für Call of Duty 4, Modern Warfare. Da werden viele aufatmen, andere werden sich vielleicht ein bisschen ärgern. Ich habe gar nicht abgestimmt, kann dazu nichts sagen, aber ich kann nicht verhehlen, dass es mir innerlich Freude bereitet, diese Spielereihe scheitern zu sehen. Sehr viel mehr Freude bereitet es mir noch, dass Muramasa The Demon Blade gescheitert ist. Das habe ich gespielt und das war für mich wie PNO3. Man spielt und spielt und es ist einfach immer und immer und immer und immer dasselbe und es hört nicht auf, gleich zu sein. Ich habe mich schrecklich gelangweilt bei dem Spiel. Das sah Zeratul auch so und auch Beam02, Cube King, Zelos und Amarth waren da auf meiner Seite. Und ebenfalls sehr knapp gescheitert ist Super Punch-Out, das Boxspiel, der Boxspiel-Nachfolger für ganz legendäre Punch-Out für Super Nintendo. So, und jetzt haben wir die tragischen Verlierer ein bisschen, wobei das ja schon drei sehr tragische waren, so knapp wie es war. Aber jetzt haben wir die, die keine 1 bekommen haben, aber eigentlich alle Kriterien erfüllt haben, die also von niemandem das Lieblingsspiel ist. Und bei zwei Spielen habe ich kurz überlegt, ob ich nicht doch noch auf die 1 wechsle. Aber dann dachte ich, es ist einfach nur 2 und wenn es keine 1 ist, dann ist es auch nicht im Kanon. So ist es nämlich. An dieser Stelle eine kurze Überlegung, die ich angestellt habe, werde ich auch nochmal im Forum schreiben. Vielleicht sollten wir als Mindestanforderung für die Aufnahme in den Ganon 2 Einsen verlangen und nicht nur eine 1. Denn wenn man sich die Spiele anguckt, die mit nur einer 1 reingekommen sind und man die rausnehmen würde, würde es, glaube ich, nicht wirklich wehtun. Aber das schlage ich nochmal an späterer Stelle gesondert vor. Nun zu denen, die es auf jeden Fall nicht geschafft haben, mangels 1. Von schlecht nach gut, 2,43 für Kuru Kuru Kururin. Hätte es also geschafft, wenn irgendjemand gesagt hätte, ja, Kuru Kuru, du bist mein Held, du Pinguin in dem Flipper, drehenden Flipper. Hat aber keiner. Und es wird halt immer härter, weil die Werte immer besser werden. 2,29 für Crash Bandicoot 2. Jetzt könnte man sagen, Oni Link hat es gerade im Evoila, gerade durchgespielt, Thread, von
hat er geschrieben, dass er das gerade durchgespielt hat, hat eine 8 von 10 vergeben. Ich weiß nicht, ob das einer 1 oder einer 2 entspricht. Aber du kannst jetzt natürlich eigentlich schlecht nochmal nach einer späteren Abstimmung machen. Also eher draußen, Crash Bandicoot. Gleiches gilt für Killer Instinct, 2,25 der Prügler. Und jetzt kommen die beiden Spiele, wo es mir sehr weh getan hat. Killer Instinct und Crash Bandicoot, übrigens wieder beide Spiele, die schon im Garnon waren und jetzt rausfliegen. Und jetzt zwei Anwärter, die ich eigentlich gerne drin gesehen hätte, auch nominiert habe, aber mich nicht zu einer 1 durchringen konnte. Marvel Madness mit 2,13 und ich habe mir nochmal ein Video angeguckt und habe festgestellt, dass ich A, das Spiel nie durchgespielt habe und es B, 5 Minuten lang ist. Und 5 Minuten Spiel. Aber es ist schon wirklich richtig toll gewesen. Es hatte einfach in seinen wenigen Minuten so viele gute Ideen und hat dieses, war einfach, ja, tolles Spielkonzept. Und schließlich Jazz Jackrabbit, wo ich auch etwas enttäuscht darüber bin, dass sich keiner zu 1 durchgerungen hat. Aber wen soll ich beschimpfen? Ich habe es ja selber auch nicht getan. Keine 3, keine 4, keine Gegenstimme nicht mal. Nicht mal eine Gegenstimme für Jazz Jackrabbit und trotzdem nicht im Garnon. Schade. Und jetzt kommen die geheimen Perlen, deren Großartigkeit wir einfach noch nicht entdeckt haben, aber wo es nur 2 Leute gab, die positive Stimmen gegeben haben. Diese Spiele werde ich in die Liste derer tun, die nicht genug Support bekommen haben, also auch die, die beim Bewerbungsreden gescheitert sind, sodass später gegebenenfalls dann nochmal nachsupported werden kann. Da handelt es sich hier um X-Wing Alliance, 2 positive Stimmen, aber auch eine Gegenstimme von Guybrush und die nächsten Spiele 2-0 und die nächsten Spiele alle ohne Gegenstimme. Erstmal die mit einer 2 und einer 1, also die 1,50 Spiele. Das sind Battle Realms, Dragon Quest 3 Remix, das genau wie X-Wing Alliance schon drin war, Golden Axe Warrior, leider Moonstone, hat offenbar außer Amath und mir niemand gespielt. Und Phantasy Star 4, das wundert mich, das hätte ich eigentlich sicher im Garnon gesehen, aber offenbar hat es niemand gespielt. Und nun noch Starfleet Academy, was 2 Einsen bekommen hat und 2 Spiele, die nur eine einzige Stimme bekommen haben, natürlich, wie so oft, eine von Cold, Call of Juarez, Gunslinger. Wo man mir das Video, das Cold damals gepostet hat, sehr gut gefallen hat, deswegen habe ich es auch unterstützt, aber das bringt ja nichts, wenn man nicht gespielt hat. Und der Football Manager 2014, den Double nominiert hat und den er auch als einziger gespielt hat. Das waren die 42 Spiele, die rausfliegen. Keine großen Überraschungen, denke ich, dabei. Phantasy Star 4, wie gesagt, ja, Crash Bandicoot hätte ich auch gedacht, Jazz Jackrabbit, Castlevania vielleicht, Call of Duty ist sicherlich eine Überraschung und vielleicht noch GTA Chinatown Wars, aber bei den anderen hätte ich eigentlich auch so damit gerechnet. Gravity Rush hat mich noch überrascht. Ja, und da würde ich jetzt, merke, die Raucher werden langsam unruhig, eine kleine Unterbrechung beantragen, dann kann ich einen Schluck trinken und mir mein Glas von da hinten noch holen. Und danach, nach der kurzen Unterbrechung, wird es weitergehen mit den Gewinnern, die ja zahlreich sind. 128 Titel haben es geschafft und jetzt ist natürlich die Spannung, wer ist der Beste und wer hat so gerade seinen Arsch in den Garnon getragen. Ja, ich würde sagen, Viertelstunde Pause, ist das okay, Herr Aufsichtsratsvorsitzender? Ja, danke, Arschloch. Okay, Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Tut mir leid. Ja, Pause. Herr Bieber, nehmen Sie Platz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Wir haben Sie heute zu uns gerufen, weil wir ein paar Änderungsvorschläge haben bezüglich der Struktur im Verband.